Hallo Leute, so, es ist wieder Auspackzeit, Unboxing-Time. So, das Messer passt zur Figur, von der Farbe her. So viel verrate ich schon mal. So, schnipp. Schnapp. Da. Weg. 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 So, nichts mehr drin, außer Müll. So, was haben wir denn jetzt hier? Oh, hier, sehr schön. Die Masters of the Universe. Originale Figur, die Vintage-Figur aus den 80ern. Tang Lesher. Mit Waffe, mit Schlangenstab. So, Leute. Da haben wir sie. Ein sehr, sehr guter Zustand. Ja, die Figur ist in einem Top-Zustand, wie ich finde. Na gut, hier ein bisschen, aber die ist auch ein bisschen älter. Die ist auch schon ein bisschen älter, ne? Da. Tang Lesher. Von der Vorderseite, hier von der Rückseite. Da. Wenn man an diesem Rad hier dreht, kann er die Zunge rein und raus schnallen lassen. Da. Da. Und den Schlangenstab gab es auch noch dazu, der dazu gehört. Da. So, die Figur wurde hergestellt von Mattel, ist klar, in, kann man jetzt hier gar nicht sehen, aber hier schon älter, hier steht Mattel, ich sehe jetzt kein Datum, naja. Ja, Tang Lesher ist ein Mitglied der Schlangenmenschen bei den Masters of the Universe und ich bin der Meinung, er taucht das erste Mal auf in der Hörspielfolge Skeletors Roulette oder sowas, Folge 25 bin ich der Meinung bei den Hörspielen und er hat eine Sprechrolle auf jeden Fall in der Folge 31. In der 31. Folge, da hat er eine Sprechrolle in, ich bin der Meinung, die Folge heißt Das Buch der Unsterblichkeit. Ja, oder es geht um das Buch der Unsterblichkeit und die Folge heißt, oh, wie heißt die Folge? Die Pyramide der Zeit, bin ich der Meinung. Da ist er im Königspalast mit Skeletor und den anderen Schlangenmenschen und probiert die Panzertür zur Bibliothek des Palastes zu knacken. Und ist am Stottern hier und so. Genau, da hat Tang Lesher, bin ich der Meinung, das erste Mal eine Sprechrolle in den Hörspielen. Ja, eine sehr, sehr tolle Figur, wie ich finde. Leute, lasst es mich wissen. Wie findet ihr diese Figur, Tang Lesher von den Masters of the Universe? Ja, die gibt es jetzt auch von der neuen Serie, von der Origins Line. Aber ich finde, die Vintage-Figur ist immer noch die beste oder das Beste. Das ist ein Drehrad hier. So Leute, das soll es von mir gewesen sein. Ja, lasst mich wissen, habt ihr die Figur? Welche Version von den, die Vintage-Version aus den 80ern oder die neue von den Origins? Und ich bin auch der Meinung, Tang Lesher ist auch mal aufgetaucht in der Filmation-Serie, in der Zeichentrickserie bei She-Ra, Princess of Power. Aber da sah er ein bisschen anders aus. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Reinhauen. Und hier steht er jetzt bei den Schlangenmenschen.